Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Partnerschaft mit der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie, der Société Francophone de Nephrologie, Dialyse et Transplantation und der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie begrüßt Markus at Home Frau Privatdozentin Dr. Janine Pöss in Leipzig, mit der wir in der ersten Markus at Home Diskussionsrunde spezifisch zur Reanimation die rationale und das Design des German Cardiac Arrest Registry, GCAR, besprechen möchten und mit einem ersten kleinen Blick auf den diesjährigen Jahreskongress der European Society of Cardiology einen Ausblick auf die in Leipzig koordinierte ECLS-Schockstudie werfen möchten. Liebe Janine, wir freuen uns sehr, dass wir dich als Jubiläumsgast bei unserer 150. Folge Markus at Home begrüßen dürfen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, unser Thema, zentrales Thema ist heute Reanimationsbehandlung und das Outcome von Menschen nach außerklinischer Reanimation. Ein Thema, was wir bei Markus at Home hier so noch nicht behandelt haben, was aber aus vielerlei Perspektive wichtig und hochspannend ist. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute Frau Privatdozentin Pöss zu Gast haben. Sie ist Oberärztin an der Universitätsklinik für Kardiologie am Herzzentrum in Leipzig. Und darüber hinaus alte Wegbegleiterin aus Homburger Tage. Leipzig ist ja sozusagen ein Synonym für weltweit beachtete große randomisierte Studien zum Thema kardiologische Intensivmedizin, cardiogener Schock, Myokardinfarkt, Carpal Shock, Tomahawk, IAVP-Schock, alle im New England Journal publiziert. Und jetzt ist in Leipzig unter deiner Federführung, Janine, was entstanden, was entscheidend zur verbesserten Verständnis beitragen könnte, was klinische Reanimation angeht. Das lässt natürlich aufhorchen. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf deinen Vortrag, in dem du uns das German Cardiac Arrest Registry, GCAR abgekürzt, vorstellst. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich versuche es kurz zu halten, so innerhalb von 10 bis 15 Minuten Überblick zu geben. Hintergrund unserer Überlegung, das Register zu gründen, war, dass das Überleben nach außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand, und das ist, denke ich, allgemein bekannt, weiterhin sehr schlecht ist. Das sind Daten der europäischen Eurekatur-Register. Und was man sieht, ist, dass nur bei einem Drittel der Patienten, die außerklinisch reanimiert wurden, eine Rückkehr des Spontankreislaufs erreicht wurde und dass die Überlebensraten von Patienten, die begonnen wurden zu reanimieren, insgesamt nur 8% war. Die Überlebensrate der Patienten, die das Krankenhaus erreicht haben, war 26%, aber trotzdem natürlich noch sehr niedrig. Was wir uns überlegt haben, ist, dass wir gerne ein nationales kardiologisches Reanimationsregister hätten, um eben die kardiovaskulären und interventionellen Aspekte bei diesen Patienten näher zu beleuchten. Und da gibt es ja ganz viele spannende Themen. Florian hat es eben schon gesagt, das Thema ECPR ist momentan viel untersucht und immer noch kontrovers diskutiert. Es geht um, wie man mit der koronaren Herzkrankheit umgeht, wann man Herzkatheteruntersuchungen macht und wann nicht. Und dann gab es ja eine der beiden großen Studien, die von uns gekommen ist. Es geht darum, wie man mit Patienten mit kardiogenem Schock umgeht, auch mit mechanischen Unterstützungssystemen. Und da wird ja auch, wie gesagt, beim ESC die ECLS-Schockstudie von meinem Chef präsentiert werden. Es geht uns aber auch um Qualitätssicherung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von Registern, dass man einfach die Behandlung und die Outcomes gut beobachten kann, auch in verschiedenen Zentren. Und das ist letztlich ja auch gefordert von der Zertifizierung als Cardiac Arrest-Zentrum, dass man eben Patienten in Register einschließt. Und wird auch in nationalen, internationalen Leitlinien letztlich so empfohlen. Was wir machen wollen in unserem Register mit speziellem Fokus sind die funktionellen und auch Langzeitoutcomes nach 6 und 12 Monaten. Ich denke, das ist ein spezieller Aspekt unseres Registers. Patient-reported Outcomes sind immer wichtiger und wir wollen anhand von Fragebögen Informationen bekommen zu Lebensqualität, Depression, Angst, posttraumatischem Stress, der sozialen Reintegration, also Wiederkehr ins Berufsleben und auch zur kognitiven Funktion. Und ein ganz wichtiger Aspekt diesbezüglich, und das ist vorgestellt worden beim ACBC-Kongress dieses Jahr von Christian Hesseger aus Kopenhagen, der auch ganz, ganz viel Reanimationsforschung macht, ist, dass wahrscheinlich zukünftig der Aspekt der Rehabilitation ein ganz wichtiger werden wird bei diesen Patienten. Ich habe hier kurz die Ein- und Ausschlusskriterien mitgebracht unseres Registers. Letztlich können eingeschlossen werden alle Patienten über 18 Jahren mit außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand. Das einzige Ausschlusskriterium ist eben, dass ein Patient nicht teilnehmen möchte oder eine Ablehnung durch den Vorsorgebevollmächtigten bzw. den Betreuer.
Rechts auf der Seite sehen Sie kurz den Workflow. Ich kann das einfach in zwei Sätzen zusammenfassen. Alle Patienten, wie gesagt, können eingeschlossen werden nach Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Letztlich werden die Patienten nach den lokalen und internationalen Standards behandelt, inklusive der Herzkatheteruntersuchung, einer eventuellen ECPR, der ergänzenden Diagnostik und auch dem intensivmedizinischen Behandlungskonzept. Wir schauen nach Sterblichkeit, das sieht man da links im grauen Kasten, aber auch nach anderen Sachen, wie ich eben schon gesagt habe, nach 6 und 12 Monaten die Sterblichkeit. Die neurologischen Outcomes sind wichtig und eben diese Patient-Reported Outcomes und soziale Endpunkte, die wir näher beleuchten wollen nach 6 und nach 12 Monaten. Patienten, die versterben, was ja ein nicht relevanter Anteil von Patienten sein wird, dürfen, um die Aussagekraft des Registers beizubehalten, im Register bleiben, werden jedoch anonymisiert. Das heißt, auch versterbende Patienten können einfach anonymisiert eingeschlossen werden. Das Ganze haben wir nochmal näher zusammengefasst in unserem Design Paper. Da können interessierte Zuhörer vielleicht nochmal in Ruhe nachlesen. Hier sehen Sie die Zentren der Pilotphase, die jetzt abgeschlossen ist. Links auch die Unterstützer des Registers. Insgesamt sind es bislang 15 Zentren, sind nur 14 Punkte, weil Berlin hat zwei Zentren, die mittlerweile fleißig mit einschließen. Und hier sehen Sie die Einschlusszahlen. Es ist ein bisschen ältere Grafik. Wir haben jetzt noch eine neuere, die wird mir allerdings erst morgen zugeschickt. Die Zahlen sind aber brandaktuell. Wir haben aktuell 770 Patienten eingeschlossen. Das ist jetzt die Auswertung der Pilotphase, die wir gemacht haben. Und was Sie sehen können, ist, dass wir 559 Patienten eingeschlossen haben. Davon haben, das sehen Sie unten rechts, knapp 8% eine extrakorporale Reanimation bekommen und wir haben etwa eine Überlebensrate von 30%. Das ist etwas höher als in dem europäischen Register, kommen wir später auch noch von zu sprechen. Ich denke, da ist ein kleiner Zentrumsbias drin, weil wir sehr, sehr viele Cardiac Arrest Zentren und auch hochspezialisierte Zentren auf Patienten mit reversibler, also kardialer Ursache im Moment in den Zentren haben, die sich an dem Register beteiligen. Demografische Charakteristika ist eigentlich nichts Besonderes. Mittleres Alter 66 Jahre, Patientenanzahl habe ich schon gesagt und die üblichen kardiovaskulären Vorerkrankungen. Zu den Details der Reanimation möchte ich vor allen Dingen darauf hindeuten, was Sie jetzt rechts eingekreist sehen, dass wir eine wirklich niedrige Rate an Telefonreanimationen hatten, obwohl das ja eigentlich empfohlen ist, und auch eine unglaublich niedrige Rate an First Responder Apps, die verwendet werden. Da haben wir einen unheimlichen Nachholbedarf in Deutschland. Das ist in anderen Ländern deutlich, deutlich besser. Hier sehen Sie die Raten an Bystander-Reanimationen und auch das macht deutlich, dass wir sehr, sehr viele Patienten haben mit guter Prognose und auch wahrscheinlich ein Zentrumsbias, denn wir haben nur in 26% keine Bystander-Reanimation. Das heißt, über 70% hatten eine Bystander-Reanimation entweder durch Laien oder durch geschultes Personal. Was den initialen Rhythmus betrifft, hatten wir ungefähr 50% schockbar und nicht schockbar. Und hier kommen wir jetzt zu den zugrunde liegenden Ursachen. Und da sieht man in Rot, alles was rot ist, sind akute Koronarsyndrome, entweder STEMIs, ENSTEMIs oder Schocks. Und da wird schon deutlich, dass es ein sehr hoher Anteil ist von über 50%. Andere Ursachen waren relevante primäre Arrhythmien, Lungenembolie oder Hypoxie, neurologische Ursachen. War nur ein ganz geringer Prozentsatz. Das sind ganz interessante Daten zur Koronarangiografie. Links im Bild zu sehen, sieht man, dass fast 75% sofort kathetert wurden. Sicherlich so ein Tick mehr als die internationalen Empfehlungen da momentan betreffen. Wahrscheinlich müssen wir noch auseinanderrechnen. 21% innerhalb von 24 Stunden. Und rechts sieht man, dass doch noch sehr viele Patienten femoral kathetert werden nach Reanimation. Ja, und dass über 70% eine Calpulation-only PCI bekommen haben. Sehr, sehr viele wurden noch mit einer therapeutischen Hypothermie behandelt. Sicherlich auch ein sehr spannendes und auch kontrovers diskutiertes Thema. Das heißt, über 80% haben eine therapeutische Hypothermie bekommen. Ein relevanter Anteil auch eine Fiebervermeidung. Da sehen Sie jetzt die Verwendung der VA-ECMO beziehungsweise die Therapie mit ECLS als ECPA, als extrakorporale kardiopulmonale Reanimation. Und das ist bei ungefähr 14,4% der Patienten wurde eine venoarterielle ECMO implantiert, ungefähr bei der Hälfte davon
aufgrund des Herz-Kreislauf-Stillstandes, bei der anderen Hälfte aufgrund eines kardiogenen Schocks. Also die Rate an Patienten, die die ECMO bekommen hat, nur aufgrund der fortlaufenden Reanimation, das waren ungefähr 8%. Und interessant sind die Zeiten, da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden. Sie sehen, dass der Kollaps zu ECPR war 80 Minuten. Das ist länger als in den momentan vorhandenen Studien zu diesem Thema, bei ja schon sehr kontroverser Evidenz dieser Therapie. Und auch eine relevante Zahl, die Zeit von dem DOR, also Krankenhauseintreffen, bis zur ECPR war auch mit 47,5 Minuten recht lang. Hier sehen Sie nochmal, dass zu 74% kardiologische Intensivstationen sich um diese Patienten gekümmert haben, was jetzt die ECPR betrifft. Das heißt, Kardiologen sind wirklich da an vorderster Front mit beteiligt in der Versorgung dieser Patienten. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig, da in dem Bereich die Expertise zu sammeln. Die Downsides, das ist auch bekannt, dieser Therapie sind Blutungen. Wir hatten auch zu 30% relevante Blutungen. Die Daten zu Transfusionsbedarf sind leider noch nicht ausgewertet. Und wir hatten auch andere bekannte Komplikationen wie Extremitäten, Ischämien und Schlaganfälle. Die Sterblichkeit, habe ich schon gesagt, betrug 70%. Die Sterblichkeit der Patienten mit ECMO 85%. Das ist auch so, was auch allgemein bekannt ist. Und auch bekannt, das sehen Sie auf der rechten Seite, ist, dass ein sehr hoher Anteil von Patienten nach einer Reanimation an dem hypoxischen Hirnschaden verstirbt. Hier knapp 39%. Was haben wir jetzt vor? Wir haben noch viel, viel Arbeit zu machen. Wir versuchen, das Register auf nationalen Level zu bekommen. Hierzu haben wir Anträge eingereicht bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Da warten wir momentan auf Rückmeldung. Wir würden gerne präklinische Daten ergänzen, was allerdings wahrscheinlich schwierig wird. Wir versuchen, mehr Funding zu bekommen nach der Pilotphase. Da sind wir momentan am Anträge schreiben. Wir haben Abstract eingereicht für den EST-Kongress. Das ist auch angenommen worden, um das Projekt europäisch auch vorzustellen und schreiben momentan jetzt das Paper für die Ergebnisse der Pilotphase und wollen dann im weiteren Verlauf, wenn wir die Daten haben, eben auch die Publikationen und analysieren zu den Patient-Reported Outcome Measures und auch zur ECPR. Wen es interessiert, wir haben auch eine Website gegründet, wo wir immer die aktuellen Einschlusszahlen und auch die aktuellen Publikationen hinzufügen. Natürlich geht das Ganze nur mit einem Team. Ich arbeite eng mit meinem Kollegen aus Hamburg zusammen, auch mit meinem Chef, Herrn Professor Michels und Herrn Professor Zeimer. Wir haben ein Leipzig Heart Science Institut, die komplett damit beteiligt sind an den Auswertungen, des IHF in Ludwigshafen und natürlich alle, die Patienten einschließen. Ohne die würde eine Auswertung ja gar nicht funktionieren. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Janine. Das war ein spannender, kurzer Ritt. Wir kommen nicht drum hin, denke ich, darüber zu sprechen, über die Tatsache, dass es ja bereits ein breit etabliertes Register gibt. Und du hast verschiedene Aspekte schon angesprochen und gestreift. Hier in eurem Register der Fokus auf kardiologische Grunderkrankung, möglicherweise Biases. Vielleicht ganz kurz nochmal aus deiner Sicht, warum braucht es das? Also warum ist es wichtig? Also ich halte es für durchaus wichtig, aus kardiologischer Sicht zu sagen, wir untersuchen das mit einem, ich will nicht sagen autarken, aber mit einem eigenen Register. Ja, das ist ein guter Punkt und auch ein viel diskutierter Punkt. Und ich glaube, es ist vielschichtig. Der erste Aspekt ist, dass sehr, sehr viele Patienten nach außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand eine kardiovaskuläre Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstands haben. Da gibt es eine Publikation auch von Christian Hesseger, die zeigt, das sind 60% mindestens. Und die Patienten werden eben auch uns Kardiologen zugewiesen und wir sind da maßgeblich dran beteiligt. An Therapieentscheidungen, was jetzt zum Beispiel die Herzkatheteruntersuchung, den Zeitpunkt betrifft und auch bei diesen ECPR-Patienten. Und sind auch häufig die federführende Intensivstation. Und ich glaube, es braucht einfach da kardiologische Expertise. Und wir wollen uns ja auch zertifizieren. Und auch für die Zertifizierungsvorgaben gibt es eben das klare Kriterium, dass man Patienten in ein Register einschließen soll. Und es ist auch so, dass
wissenschaftlich, dass da unglaublich viele Lücken gibt, was man bislang noch nicht weiß. Und die Fragestellung zu kreieren, dafür braucht man auch sehr viel Expertise und auch kardiologisches Know-how. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man das auch kardiologisch dann tun kann und analysieren kann. Und das waren so unsere Grundüberlegungen, dass wir das gemacht haben. Auch innerhalb der DGK. Wobei natürlich spannend, so ein bisschen jetzt zu kritisieren, tatsächlich ist, wenn man das dann weiter ausbreitet, was ihr ja vorhabt, ne? Weil wenn man natürlich sich die Zentren anschaut, ihr habt eine Wahnsinnsexpertise, das ist schon angeklungen, die bisher inkludierenden Zentren haben auch eine hohe Expertise, dann ist natürlich die Prozentzahl der so und gut versorgten Patienten mutmaßlich bei euch viel höher, ne? Hast du auch gesagt, letzten Endes, ne? Ja, ich glaube, in der Tat muss man, wenn man das wirklich möchte, und das sind Entscheidungen, auch die Kooperationsüberlegungen, das sind Entscheidungen, die, glaube ich, nicht auf meiner Ebene getroffen werden, sondern übergeordnete politische Entscheidungen, dann muss man, glaube ich, auch überlegen, dass man da nicht nur tertiäre Zentren mit einschließt, in die rekrutierenden Zentren, um einfach ein besseres Abbild der Realität zu haben. Weil sonst macht auch ein Register wenig Sinn, wenn das so gebiased ist, ne? Du hast auf die relativ hohe Überlebensrate hingewiesen. Das ist ja wirklich im Vergleich oder deutschlandweit relativ hoch. Wenn man die großen Kohorten aus Europa guckt, eure K1 und 2 sind wir oder waren, das ist ja retrospektiv mittlerweile schon 2, 3 Jahre alt, sind wir in Deutschland ja eher im Mittelfeld mit Prognose und mit Outcome. Vielleicht jetzt durch deinen Einblick auch schon oder durch deinen Einblick in verschiedene Zentren kannst du sagen, oder was deiner Meinung nach, man muss ja sagen, der Grund war, weil das bildet ja jetzt nicht aktuell 2023 ab, und was Gründe sind, die verbesserungswürdig sind. Ich glaube, ich habe die Zentren nicht einzeln analysiert, noch nicht. Ich habe nur die globale Auswertung bekommen bislang von dem Institut da in Ludwigshafen. Ich glaube, was generelles Grundproblem ist oder was verbesserungswürdig ist, generell ist die Laienreanimation. Das ist ja bekannt, dass wir da wirklich unterirdisch sind in Deutschland mit irgendwie 40%. Da auch da liegen wir jetzt deutlich drüber. Aber ich habe da auch Daten gesehen aus Dänemark, wieder von Christian Hesager, die es wirklich geschafft haben, durch sogenannte Hardrunners, wie die das nennen, also Smartphone-Assisted CPR zu machen, wo man sich registrieren kann, die Laienreanimationsraten unglaublich zu steigern und parallel dazu auch die Outcomes, zumindest von Patienten mit Kammerflimmern, exorbitant zu steigern. Und ich glaube, da wir müssen viel mehr da an der Basis verbessern, als wir wirklich da am sophisticated outcome in den Zentren machen können. Und ich denke, ich wage zu bezweifeln, dass es wirklich nur an der Expertise der Zentren liegt. Ich glaube, es liegt auch viel daran, dass natürlich zu diesen Zentren auch in Anführungsstrichen die jungen Patienten mit reversibler Ursache gebracht werden, die Stemis, die halt mal geschockt wurden und dann recht schnell wieder einen Kreislauf haben. Was ist mit, das ist total spannend. Also ich bin ja nicht mehr auf der Intensivstation, wie ihr wisst, und sehe das genau der Punkt, ne? Man sieht das dann so im Alltag, in der Praxis, auch so so man hat privaten Alltag, ne? In irgendeinem Sportclub, da hängt so ein Defi rum, aber keiner weiß, ihn zu bedienen. Warum machen wir das nicht besser? Ich meine, dass die Skandinavier alles besser können, also ich sehe das wirklich so, das wissen wir. Haben auch weniger Leute irgendwie, aber wieso kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Ich meine, jeder von uns fände das doch cool, so eine App zu haben Wenn wir die meiste Zeit sind wir ja auf der Arbeit, aber angenommen, wir wären mal irgendwo privat unterwegs, dann würden wir doch alle mit angreifen und viele andere auch, nicht nur medizinisches Personal. Ja, gute Frage. Ich glaube, vielschichtige Frage. Also ich glaube erstens, Deutschland ist ganz großes Problem mit Datenschutz. Die Datenschutzbestimmungen sind viel krasser als in anderen Ländern. Auch diese Grundregelung, dass alle Patienten automatisch in Register gehen, ist bei uns nicht der Fall. Wir haben keine Kooperation oder Kommunikation zwischen KIS-System und Registersystem. Das heißt, wir müssen alles immer über diese ECRFs händisch eingeben in Fleißarbeit. Macht irgendwie auch wenig Sinn. Und dazu kommt einfach regionale Unterschiede. Es ist nichts global geregelt. Erstens die Apps. Es gibt Apps, aber fast jede Region hat unterschiedliche Apps. Wir hatten ja in Lübeck, hat ja Herr Thiele so eine Meine Stadt rettet App gegründet und es ist unmöglich, die in Leipzig hier zu etablieren, obwohl er das versucht hat, weil irgendwie das
die Präkliniker ein anderes System wollen, was auch hier im Umland ist, weil man sich natürlich, kann ich auch verstehen, anpassen möchte an das etablierte System. Letztlich passiert aber irgendwie nichts. Und das ist extrem frustrierend. Und was jetzt ansonsten Laienreanimation betrifft, denke ich, auch hier bräuchte man eine einheitliche Regelung der Kultusminister, also eine globale deutschlandweite Regelung. Das ist momentan noch Ländersache. Das macht jeder, jeder macht so ein bisschen was, so auf freiwilliger Basis. Wir auch über 1000 Schüler irgendwie im Jahr, aber das ist alles total zerstückelt geregelt. Ist das vielleicht auch ein bisschen der Punkt? Du hast gezeigt, dass in vielen Zentren oder grundsätzlich eine hohe Rate an suprainvasiver Therapie, die ja heutzutage, ich habe so den Eindruck, jeder macht das, jeder möchte das und jeder kennt sich damit aus. Jetzt diese Gap zu, wir können keine App etablieren, aber wir schaffen es innerhalb von, Zeit ist ja lang, ne? 84 Minuten, ne, hast du gezeigt, das ist ja im Vergleich zu den großen Studien länger natürlich. Ist das vielleicht diese Gap, dass wir uns, klar, wir fokussieren uns auf die großen Schläuche, die wir in kurzer Zeit in die Patienten kriegen, weil es einfach ist und weil wir es kennen und eben das andere zu schwierig ist, ne? Wie ist denn deine Einschätzung, es ist ja ein großes Thema, zur supernormalen CPR? Wie siehst du das? Ihr seid ein großes Zentrum, ihr macht das auch oft. Wie ist deine Einschätzung? Also ich glaube, die vorhandenen Daten sprechen nicht dafür, das routinemäßig und breit angewendet zu machen. Ich kann das ja mal kurz zusammenfassen. Es gibt eine Studie randomisiert, die REST-Studie, die war Single Center aus Minnesota, 2x15 Patienten. Die war positiv, allerdings wie gesagt sehr klein, somit statistisch auch grenzwertig, ob das wirklich alles so stimmt. Und die waren unglaublich erfahren. Die haben innerhalb von 7 Minuten nach Ankunft im Herzkatheter diese ECMO eingebaut. 7 Minuten, das ist eine irre Zeit. Dann gab es die zweite Studie aus Prag, auch Single Center, größer. Primärer Endpunkt war negativ, sekundärer Endpunkt war aber positiv, auch numerischer Vorteil für die ECPR. Und dann gab es jetzt kürzlich publiziert die erste Multicenter-Studie aus den Niederlanden und die 10 verschiedene Zentren und die war komplett neutral. Und da gibt es auch ein sehr schönes Editorial dazu von Herrn Münzel, der sagt, die Evidenz reicht nicht aus, es breit angewendet zu machen. Es heißt aber auch nicht, dass es nicht funktioniert. Was ich glaube, ist, dass es wirklich nur für absolut ausgewählte Patienten angewendet werden sollte, weil auch nur die überhaupt eine Chance haben zu überleben. Und ich meine, das ist auch das, was man im Alltag sieht. Das ist absolut eine Ausnahme, dass ein Mensch diese Prozedur überlebt. Und wenn, dann sind es die ganz Jungen mit reversibler Ursache, wo wirklich alles perfekt gelaufen ist. Ich denke, man braucht da unbedingt, es ist eine Teamentscheidung und man braucht unbedingt Standard Operating Procedures für diese Entscheidungsfindung. Das ist, glaube ich, total zentral. Und das bezieht sich jetzt, Janine, was du sagst, auf das außerhalb des Krankenhauses, die Studien, die du zusammengetragen hast. Also wenn das Reha-Team draußen ist in der Primärreanimation. Genau, das sind alles Studien nach außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand, aber dann schneller Transport in die Klinik und Implantation der ECMO in der Klinik. Diese Implantation der ECMO außerhalb, da gibt es noch keine Daten, dass das irgendwie besser ist als in der Klinik. Das machen auch nicht viele Zentren. Darf ich vielleicht mal gerade anhängen als euch, als das national führende Zentrum? Wie macht ihr das mit der Hypothermie? Du hast ja gezeigt gehabt, es wird noch sehr viel Hypothermie gemacht. Auch da, meines Wissens, sind die Daten ja bestenfalls fragwürdig. Wie macht ihr das selber in Leipzig? Ja, große, große Diskussion innerhalb von Deutschlands und auch bei uns. Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen. Zusammengefasst ist es ja so, dass es die internationalen Empfehlungen mittlerweile nach Publikation der TTM-2-Studie sagen, dass es nicht mehr genügend Evidenz gibt, die Hypothermie zu empfehlen. Es gibt aber ein Statement der DGK unter der Schirmherrschaft von Herrn Professor Michels. Und dieses Statement sagt, dass dadurch, dass die Kohorte in Deutschland ganz anders ist als die Kohorte der TTM-2-Studie, nämlich weniger Laienreanimation, mehr nicht schockbare Rhythmen, längere Zeit bis Return of Spontaneous Circulation, dass es deswegen in Deutschland noch fortgesetzt werden sollte. Wenn man allerdings so ein bisschen rumfragt, merkt man schon, dass die Zentren mehr und mehr umdenken und vor allen Dingen
weniger invasiv, also weniger kühlen und auch weniger invasiv kühlen. Und meine persönliche Meinung ist, dass, und das tendiert auch das Team mittlerweile dazu, das macht es aber auch komplizierter, deswegen haben wir es noch nicht verschriftlicht in der SOP, ist, dass man wahrscheinlich das etwas individualisiert entscheiden sollte. Patienten, die so sind wie das TTM2-Kollektiv, schockbare Rhythmen, alles geht ganz schnell, müssen nicht unbedingt gekühlt werden. Werden die, die länger reanimiert sind, nicht schockbar, dass man da die Kühlung noch fortsetzt. Wir haben momentan noch unsere Handlungsanweisungen, dass wir das machen, 35 Grad. Wir in Einzelfällen entscheiden wir es dann aber oberärztlich auf der Intensivstation halt anders. Aber wir haben es noch nicht geschafft, das in eine hübsche SOP zu verpacken. Das deckt sich aber mit den Erfahrungen der meisten, weil alles so ein bisschen im Umbruch ist. Herr Hassager aus Kopenhagen kühlt fast nicht mehr. Jetzt noch eine Fachfrage, abseits von den Details. Du hattest ein paar, also du hattest das gezeigt und auch von meinem Verständnis, der Kollege Busch in Freiburg, der macht ja auch relativ viel, der hatte das mal berichtet. Also wir haben ja zwei Sachen. Es klingt ja immer so auch für den Laien, dass alle Leute umfallen, Kammerflimmern haben und wir müssen sie nur schocken. Das ist ja nicht so. Du hast das ja gezeigt, wie viel non-shockable Rhythm ist und dass viele jetzt gar, also das, wir sprechen, wenn, korrigiere mich, von 30-40%, wo man das gut hinkriegt. Die anderen sind entweder gar kein Kammerflimmern oder sind dann doch nicht schockbar. Wie ist es damit? Also sprechen wir sowieso nur von einem kleinen, oder nicht klein, aber Teil der Patienten und was ist mit den anderen Patienten? Und daran anschließend die Frage, aber das ist eine zweite Frage, Thema Lungenarterienembolie, das hat jetzt bei Cardiac-Ursachen vielleicht nichts zu tun, aber da seid ihr wahrscheinlich ja auch dabei. Ist das in dem Register abgebildet, Akutbehandlung? Ja, zwei gute Fragen. Die erste Frage, nicht schockbare Rhythmen haben bekanntermaßen eine katastrophale Prognose und eigentlich sind das auch Patienten, die anhand unserer SOP nicht wirklich Kandidaten sind für eine ECPA, also für eine ECMO-Implantation. Wir haben da als Einschlusskriterien den schockbaren Rhythmus drin. Letztlich wird es Einzelfälle geben, kann mich aber jetzt in letzter Zeit auch an keinen erinnern, bei dem wir das gemacht hätten, einfach weil man weiß, dass das Outcome katastrophal ist. Lungenembolien machen wir interventionelle Behandlungen seit einiger Zeit, haben wir in dem Register mit drin, zumindest die Diagnose, aber wir haben noch nicht die Therapie der Lungenembolie mit drin. Weil als wir das aufgesetzt hatten, das ECRF, gab es die verschiedenen Techniken sozusagen noch nicht. Ich glaube auch, das wird zu viel, weil das jetzt schon sehr lange dauert, dieses ECRF auszufüllen. Braucht man wahrscheinlich extra Personal, was sich darum kümmern würde. Gibt es aber jetzt international in der ACVC auch, gibt es jetzt neue Initiativen, das weiter abzuklären. Habe ich gerade so eine Umfrage ausgefüllt von der ESC. Da hänge ich gerade nochmal die Frage dran. Du hast geschrieben in eurem Konzeptpaper, dass der Anteil der VTs abnimmt und der Anteil der nicht schockbaren Rhythmen zunimmt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Woher kommt das? Ich glaube, dass die Menschen einfach älter werden und multimorbider und dass die in ihren Alters- und Pflegeheimen halt aufgrund zum Beispiel hypoxischer Ereignisse, Pneumonien, häufiger nicht schockbare Rhythmen erleiden. Zu sagen. Und jetzt schockbar, aber es ist schwierig zu schocken. Es gab diese schöne Arbeit, die irgendwie für Aufruhr gesorgt hat, aber die vielleicht auch keiner umsetzt, dass man zwei verschiedene Vektoren im Defibrillator braucht. Das hat jetzt mit dem Register, glaube ich, noch nichts zu tun. Aber denkt ihr an sowas, dass werden irgendwie AP und anterolateral irgendwelche Elektroden gleichzeitig aufgeklebt? Das machen das schon Leute? Ja, also total interessante Frage, auch viel diskutiert. Das ist diese DOSE-VF-Studie, so 400 Patienten, die das in der Tat gezeigt hatte, dass so entweder man klebt anterior-posterior oder man schockt sozusagen mit zwei parallelen Defibrillatoren gleichzeitig, die unterschiedlich geklebt sind. Beides war deutlich überlegen, wobei dieses mit zwei Vektoren noch besser war als das Umkleben. Wir haben das in Leipzig auch auf so einem Notfalltag mit verschiedenen Krankenhäusern und auch mit Präklinikern diskutiert. Wir haben uns geeinigt, dass wir denken, dass diese Double Sequence Defibrillation, dass das sehr schwer umsetzbar ist, solange man keinen Notarztwagen standardmäßig mit zwei Defis hat oder noch besser, solange man nicht einen Defi hat mit zwei Ports, der das irgendwie machen kann, weil mit den verschiedenen Kabeln, das wird wahrscheinlich alles. Wenn man ehrlich ist, ist man in Realität ja froh, wenn man einen Defi schnell genug dran hat und einen Patienten geschockt kriegt, oder? Also wenn man erstmal ganz an der Basis bleiben möchte. Wir haben aber durchaus gesagt, dass wenn wir nach drei Schocks keinen Erfolg haben, bevor wir jetzt sagen, wir bauen da jetzt eine ECMO ein, ist es eigentlich kein Aufwand und auch kein Zeitverlust, einmal die Elektroden umzukleben und AP zu schocken. Und in der Tat machen das die Anästhesisten oder die Kollegen, die Notarzt fahren, haben das auch etabliert. Wobei habt ihr da mal, ihr seid ja wirklich nur wirklich da so ein Voranschreiter, ich meine, da gibt es ja eine große deutsche Firma, die so Defibrillatoren herstellt.
das wäre doch mal ein Aufruf an die Industrie. Die müssen diese Studie ja kennen und das muss man halt dann bauen. Also ist doch deutsche Ingenieursarbeit, da mal so einen doppelten Ausgang hinzubauen. Vielleicht ist das aber gar nicht so einfach, die Energie dann, das muss man ja alles anders machen, ne? Also ich glaube, es ist aufwendig, weil man braucht zwei komplette, wie heißt das, Kondensatoren, wie das heißt, aber mir kam zu Ohren, dass die Industrie da schon dran baut. Ich weiß aber halt nicht, wie lange es dauert. Ich möchte nochmal fragen, Janine, ein wesentlicher Fokus ist ja die Post-Krankenhausprognose auch. Ne? Ist ja sehr, sehr aufwendig, wie ihr das untersucht. Normalerweise ist ja Modified Ranking Scale und CPC und dann ist das fertig. Und je mehr, als ich das so gesehen habe, wir, muss ich sagen, wir nehmen am Partnerregister teil. Was sehr, sehr aufwendig ist. Also die Datenkollektion interhospital ist sehr, sehr aufwendig. Und das hat mich so ein bisschen beim Lesen, habe ich mich gefragt, wie macht denn ihr das oder wie wird das gemacht? Werden die Patienten zentral von der Studienzentrale angerufen oder macht das jedes Zentrum selber? Wie sorgt ihr dafür, dass ihr möglichst viele Daten von Menschen bekommt, die schon lange zu Hause sind und sich eigentlich darüber freuen, nicht mehr mit dem Krankenhaus in Verbindung gebracht zu werden? Ja, ist ein guter Punkt, macht mir auch Bauchschmerzen. Das sind nämlich viele Fragebögen. Wir haben da auch ausgiebig im Steering-Komitee drüber diskutiert. Wir arbeiten da zusammen mit dem Professor Apfelbacher, der sich da sehr gut auskennt und der so ein bisschen gepusht hat, dass man all diese Engpunkte untersucht. Ich glaube, wir müssen in der Pilotphase sehen, wie die Rücklaufquote von diesen Fragebögen ist und dann eventuell das so ein bisschen adaptieren und uns überlegen, was uns am wichtigsten ist. Momentan ist es noch so geregelt, dass das die einzelnen Zentren machen. Wir hoffen aber, durch jetzt ergänzende Fördergelder, die wir am Beantragen sind, das so zu regeln, dass wir das zentral über Leipzig oder Ludwigshafen regeln können. Das ist, denke ich, erfolgsversprechender. Dafür brauchen, es ist aber halt alles unheimlich teuer, dafür brauchen wir natürlich Gelder, ne? Gerne nochmal zwei Fragen anhängen, Janine. Das eine ist nochmal an euch wirklich als Referenzzentrum. Ihr habt ja die Evidenz dafür geschaffen, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich nur beim ST-Hebungsinfarkt die direkte Koronarangiografie prognostisch sinnvoll ist. Ansonsten, dass man eigentlich warten kann. Das heißt, wie ist genau der Ablauf, wenn die Patienten zu euch kommen? Wie lang wartet ihr? Wann macht ihr? Wann entscheidet ihr, die Corona-Angiogott zu machen? Und dann eine ganz allgemeine Frage. Ich finde das total faszinierend und staune und kann euch nur beglückwünschen zu den vielen Daten, die ihr generiert. Es ist ja wirklich sehr fokussiert auf Intervention. Medikamentös gibt es nichts Neues, oder? Ja, also zur ersten Frage. Letztlich ist es so, dass es bei Patienten, die nach Wiederkehr des Spontankreislaufs ST-Hebungen haben, ganz klar ist, die müssen sofort auf den Kathetertisch. Patienten, die danach keine ST-Hebung haben, da wird es schwierig. Und da gibt es letztlich zwei Studien. Die eine ist unsere, die Tomahawk-Studie. Die zweite ist eine Studie, ganz ähnliches Design, ähnliche Patientenanzahl, die POACT-Studie. Und beide Studien haben gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist oder keinen Unterschied macht, diese Patienten routinemäßig sofort zu kathetern, zusammengefasst grob. Die in diesen Patienten Einzelfallentscheidungen getroffen werden müssen. Und das ist letztlich basierend auf der Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was Koronares zugrunde liegt. Und was hilft uns da? Natürlich die Anamnese. Wissen wir irgendwas, ob der Patient vorher Brustschmerzen hatte beispielsweise? Dann helfen uns Echokardiographie, trotzdem EKG und Laborwerte, wobei man natürlich sagen muss, alles schwierig bei reanimierten Patienten. Und zusammengefasst muss man dann halt eine Entscheidung treffen. Was man sicher weiß, ist, dass man bei dem Großteil dieser Patienten nicht nachts aufstehen muss, um reinzufahren, die zu kathetern. Das bringt denen einfach nichts. Denen bringt mehr eine gute intensivmedizinische Therapie. Aber ihr habt mehr, ich meine, es ist natürlich, ihr seid ja noch im Zentrum und könnt es und habt eine riesen Möglichkeit, aber ihr habt jetzt mehr kathetert, als ihr STEMIs habt, ne? Wesentlich. Oder nicht ihr, sondern im Register sind es mehr. Ne? In dem Register haben wir mehr sofort kathetert, als wir STEMIs haben. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich muss aber versuchen, ich möchte das auseinanderrechnen, was vielleicht die Gründe waren. Aber das habe ich noch nicht getan. Wir machen das nicht so. Also bei uns ist es so, wenn jemand reanimiert kommt und keine Hebung hat, ist das eine Einzelfallentscheidung. Und in der Regel, also komme ich nicht rein, wenn ich nicht wirklich denke, da ist ein koronares Problem. Und ich warte zumindest Laborwerte Echo ab. Und wenn das, ich meine, natürlich haben die alle ein bisschen Troponin. Aber wenn das Troponin jetzt explodiert und plötzlich vierstellig wird, dann überlege ich es mir halt. Aber ansonsten kathetern wir die am nächsten Tag oder auch gar nicht, je nach neurologischem Outcome. Weil
Das Competing Risk of Brain Death ist einfach so hoch. Die meisten haben nicht hauptsächlich das koronare Problem, sondern ganz anderes. Und medikamentös ist es weiter, Katecholamine, Amiodarone. Nee, Ja, haben wir nicht. das ist auch alles total schwierig und ohne Antwort. Also erstens muss man selbstkritisch zugeben, dass das Herzzentrum Leipzig ein extrem interventionelles Zentrum ist. Die Medikamente sind nicht so ganz unser Schwerpunkt. Aber global gesehen bewegt sich da schon was. Aber insbesondere geht es da um Patienten mit kardiogenem Schock beispielsweise. Da gibt es momentan international die Tendenz zu befürchten, dass Katecholamine gar nicht so gesund sind. Zumindest zeigen das die Querschnittsstudien. Und da gibt es jetzt eine große Studie, die heißt Doremi 2, die in der Tat vergleicht Dobutamin versus Merinon versus gar nichts bei Patienten im kardiogenen Schock. Also versus nur Vasopressoren, weil man doch immer mehr Bedenken hat, dass der erhöhte Sauerstoffverbrauch unter den Inotropikern eventuell assoziiert sein könnte mit einem schlechteren Outcome, zumindest mit keiner Verbesserung. Da bewegt sich schon was, aber nichts Aktuelles jetzt, soweit ich wüsste. Und auch nochmal von jemand, der so ähnlich wie der Gunnar als Nephrologe, ich natürlich als zwar Kardiologe, aber auch aus der Intensivmedizin raus bin, ich würde auch nochmal nachbohren. Es gibt ja auch nichts tatsächlich außer der Kühlung, die in Frage gestellt wird, zur Gehirnprotektion. Ne? Jetzt auch mal die selbstkritische Frage an unsere Zunft. Florian hat das so ein bisschen angedeutet, wir können gut große Schläuche irgendwo reinstecken. Ich verstehe nicht viel vom Gehirn. Ich will euch das überhaupt nicht absprechen, aber die Neurologen sind ja nach wie vor jetzt nicht wesentlich beteiligt. Ne? Es gab mal immer diese Ansätze mit diesem Marker, wie heißt er gleich wieder? NSE, den manche machen, manche nicht. Dann haben andere gesagt, das ist Quatsch, es kommt nur auf die reine Klinik an. Aber da gibt es ja gar nichts, oder sehe ich das falsch? Also weder diagnostisch noch therapeutisch. Ne? Naja, das sind jetzt zwei gemischte Themen, ne? Das eine ist die Neuroprognostizierung, um zu wissen, wie ist das Outcome. Und das ist multimodal und da gehört die NSE als einer dieser Dinge, die man macht in diesem multimodalen Ansatz, Bildgebung, Klinik, EEG, SSEP, da gehört die NSE schon, hat schon ihren Stellenwert. Da gibt es auch offizielle Grenzen, weil man sagt, ja oder nein, ist es eine gute oder eine schlechte Prognose in Zusammenschau mit anderen Markern. Aber es gibt zumindest nichts, was uns jetzt neurologischer Marker, der uns dann hilft, vorherzusehen, ob jetzt irgendeine Hypothermie hilft oder nicht, so als Prädiktor des Erfolgs der Hypothermie, ist eigentlich ein guter Gedanke. Hat vielleicht jemand untersucht, aber zumindest ist nichts so groß publiziert, dass mir das zu Ohren gekommen wäre jetzt. Oder dass es in die Guidelines Einklang Also auch gefunden was hat. ganz Aufwendiges. Man könnte ja auch mal eine MR-Perfusion denken oder sowas. Ich meine, das müsste man ja nicht bei 10.000 Leuten machen, aber wenn man dann eine coole Bild. Also ich bin ja, will das jetzt nicht irgendwie hier aufs Abseits führen, aber man könnte doch Neuroperfusion kann man ja messen. Ist natürlich alles aufwendig, das weiß ich, aber. Ja, messen, um dann, um was zu machen? Outcome zu untersuchen oder zu untersuchen, Ja, um jetzt es dann zu nicht korrelieren, nur. am Outcome und Marker zu Ja, haben halt. Na klar. Ja. ist auf jeden Der Gunnar Fall. lacht dann so ein bisschen. Ja, aber da kommen wir auch wieder an die Grenzen des Herzzentrums, weil wir haben eine Kooperation mit der Neurologie der Uni. Wir haben aber auch nur über Tag einen Neurologen da. Wir haben nachts Klar, überhaupt ja. Neurologen. Aber klar, da müsste man wahrscheinlich viel mehr kooperieren, ja. Ich warne dich vor, Stefan, du bekommst hoffentlich morgen Post von der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, wenn du Nephrologie mit keine Intensivmedizin gleichsetzt. Oh, Aber für mich selber Entschuldigung. persönlich bin ich in Die jeder Hinsicht ein konservativer Nephrologe. Also kein. Nierenersatztherapie gibt es ja ganz viele Daten, so ist ja nicht. Aber Ja, die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie ist auch durchaus der Meinung, dass die Nephrologen mehr können als nur dialysieren. letztlich, was wir ja eigentlich während der letzten 2 Jahre in jedem, fast jedem Interview festgestellt haben, ist, dass Being a Dane absoluten Überlebensvorteil bringt. Nicht nur im Bereich Primärprävention, sowieso kardiovaskulär und letztlich auch, wenn man in Kopenhagen reanimationsbedürftig zu Boden geht, ist einfach Däne sein als Patient und auch als Wissenschaftler, glaube ich, macht Spaß. Ja, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und dazu sind die auch noch unglaublich, unglaublich nett. Das kommt auch noch dazu. Also wenn man die auf Kongressen trifft, also die Kooperation und auch die Organisation in diesen Kliniken, die Aufteilung zwischen Wissenschaft und Klinik und den Aufgaben und so, man hat irgendwie das Gefühl, dass das alles ganz gut funktioniert dort. Ich wollte mal kurz was zeigen. Ja, das ist hier so eine Studie aus Schweden, die das untersucht hat mit also Laienpersonen, die automatisch über Smartphones aktiviert werden, wenn sie sich im Umkreis von einem vermuteten außerklinischen Herz-Kreislauf-Stillstand befinden und was man halt sieht, dass dann mehr Laienreanimationen stattfinden, wobei es keinen Einfluss hatte auf das Überleben. Und das sind jetzt Zahlen von dem Christian Hesseger aus Dänemark, wie die diese Heartrunners über die letzten Jahre
erhöht haben, von 14.000 auf 130.000. Und das hier sind die Laienreanimationsraten parallel links, also 80%. Und rechts sieht man die Outcomes nach dem, zumindest bei dem schockbaren Rhythmus, die rote Linie. Was ja wirklich richtig krass ist. Non-schockbar bleibt niedrig, ne? Aber das ist schon beeindruckend, was die da machen. Also auf jeden Fall haben wir da ziemlichen Nachholbedarf. Bei 3 Kardiologen und Intensivmedizinern dürfen wir nicht zu sehr überziehen. Deshalb, Janine, vielleicht zum Abschluss und auch so als Überbrückung und Cliffhanger für das, was wir ja seit 2 Jahren immer gerne nach den Kongressen machen, nämlich die aktuellsten Studien zu diskutieren nach ACC, Europäischen Kardiologenkongress, AHA. Natürlich werden wir keine Ergebnisse auf heute hören, aber wir würden von dir aus Leipzig gerne einmal ein paar Worte noch zu der Fragestellung der Studie, die von allen weltweit, die im Bereich Intensivmedizin tätig sind, ganz, ganz spannend erwartet wird. Das heißt, wenn du uns einfach noch für die nächsten Wochen bis zum Kongress noch kurz auf die Folter spannst und uns sagst, warum diese Studie so wichtig sein wird. Klar, klar, das ist jetzt so ein bisschen anderes Thema. Da geht es ja letztlich um mechanische Kreislaufunterstützung bei Patienten mit kardiogenem Schock. Das sind also nicht nur Reanimierte, auch Reanimierte, aber nicht nur Reanimierte. Und da gab es lange Zeit letztlich nur einzelne kleinere Studien, beziehungsweise dann eine zusammenfassende Meta-Analyse meines Chefs, die gezeigt hatte, dass die Patienten zwar hämodynamisch profitieren, aber mehr Komplikationen haben, insbesondere mehr Bluten, und dass global gesehen das Outcome nicht verbessert werden konnte. Und dann gab es verschiedene letztlich Matched Comparisons, also kleinere Fallkontrollstudien für die Impeller, also die transaortale Mikroaxialpumpe im Vergleich zur IABP, die alle neutral waren, beziehungsweise gezeigt haben, dass Patienten mehr geblutet haben oder eine Übersterblichkeit hatten. Diesbezüglich gibt es jetzt eine große Studie, die unterwegs ist, die Danger Shock, wir sprechen wieder Dänemark, wie man sieht. Die wird nächstes Jahr publiziert werden zur Impeller, also zu der Mikroaxialpumpe. Was wir machen ist, oder was wir gemacht haben, mein Chef und Frau Freund, ich bin da gar nicht so viel dran beteiligt, ist die ECLS-Schockstudie. Das ist jetzt eine randomisierte Studie zur VA-ECMO-Therapie bei kardiogenem Schock. Und diesbezüglich gab es noch 2 andere Studien, die sogenannte Euro-Shock-Studie, die allerdings vorzeitig abgebrochen wurde, weil wegen Rekrutierungsproblemen. Und dann gibt es noch eine tschechische Studie, die neutral war, aber auch verschiedene Probleme hat, insbesondere sehr viel Crossover. Und die größte Studie, die momentan jetzt gemacht wurde und abgeschlossen ist und beim ESC-Kongress in Barcelona präsentiert werden will, ist die ECLS-Shock-Studie. Und da habe ich Ihnen kurz das Flowchart mitgebracht. Das sind Patienten im kardiogenen Schock nach akutem Myokardinfarkt, also nur myokardinfarktbedingte kardiogene Schocks, die dann eben randomisiert wurden auf ECMO plus PCI plus medikamentöse Therapie versus nur PCI und medikamentöse Therapie alleine. Und der primäre Endpunkt ist die 30-Tages-Sterblichkeit. Und natürlich darf ich die Ergebnisse nicht verraten, auch wenn ich sie kenne. Was ich sagen kann, ist, dass 420 Patienten randomisiert wurden und dass die Auswertung beendet ist. Letztlich ist es so, wenn diese Studie positiv ist, dann haben wir endlich vielleicht die Bestätigung, dass das, was wir machen, gut ist und richtig und vielleicht auch welche Patienten profitieren. Wenn die negativ sein sollte, müssen wir vielleicht grundlegend überlegen, ob wir die richtige Herangehensweise haben bei Patienten mit kardiogenem Schock. Ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Studie. Ja, das ist vielleicht erstmal alles dazu. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, dass ich mehr berichte, aber das sind die wichtigsten Punkte. Jetzt hören wir das mit dem Venting auch ganz, weil ich das nicht verstanden habe. Du hast gerade das eine dir noch gezeigt gehabt, und bewegte Bilder finden wir ja immer super. Es ist so, dass man ja Patienten an der VA-ECMO, dass das Blut aus deiner großen Vene, der Vena femoralis, in der Regel entzieht und dann wieder über die Aorta zurückgibt. Das heißt, man, ein bisschen lapidar gesagt, man bläst das Blut gegen den linken Ventrikel zurück und hat somit eine Nachlasterhöhung des linken Ventrikels. Und das kann dazu führen, dass der Ventrikel, wenn er sehr schwach ist, nicht mehr die Möglichkeit hat, Blut auszuwerfen. Und
Demzufolge dilatiert, das kommt zum Lungenödem und das kann auch dazu führen, in der schlimmsten Form, und das war ein Patient, ich glaube aber noch in Lübeck, dass der komplette linke Ventrikel letztlich zuthrombosiert, was natürlich dann nicht mehr mit dem Leben des Patienten vereinbar ist. Deswegen hat mein Chef sich letztlich beim Design dieser Studie sich klare Kriterien, die auch an internationalen Konsensusdokumenten orientiert sind, überlegt, wann man ein sogenanntes Venting durchführt. Venting heißt einfach, dass man den Ventrikel auf irgendeine Art und Weise entlastet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das häufigste ist die ergänzende Platzierung einer Impeller, also einer Pumpe in den Ventrikel, die dann Blut aus dem Ventrikel in die Aorta leitet. Man kann allerdings zum Beispiel auch eine Atrioseptostomie machen mit einem Ballon. Man kann chirurgische Vents anlegen, man kann einfach einen Pigtail-Katheter reinlegen. Also es gibt verschiedene Optionen, die wurden auch alle spezifiziert, was man tun kann. Und es wurden auch die Kriterien spezifiziert, wann man das tun sollte. Und das ist in dem Fall, wenn man einfach sieht, das ist ganz einfach auf der Intensivstation, wenn man eine arterielle Drucküberwachung hat und sieht keine Pulsatilität mehr, wenn man echokardiografisch sieht, dass die Aortenklappe nicht mehr aufgeht, wenn man sieht, dass der Ventrikel immer größer wird, beziehungsweise wenn man echokardiografisch sieht, dass das ausgeworfene Volumen nicht mehr da ist, das linksventrikuläre Ausfluss sozusagen reduziert ist. Das waren die Kriterien, dass man ergänzend zu der ECMO eben ein Venting durchführt. Und wie macht ihr es dann viel? Ich meine, so ECMO plus Impeller, ECMELA, dieses Konzept, ich kenne das noch von Herrn Westermann immer, da gibt es ja so ein bisschen Daten, ne? Ja, also wir versuchen das primär, also Daten, genau, die Daten sind nicht überzeugend, die Daten werden generiert von dem Herrn Schrager aus Hamburg, der macht da eine Studie zu, die heißt Unload ECMO, muss man mal schauen, was die zeigen wird. Wir versuchen, wenn das irgendwie geht, das primär nicht mechanisch zu machen, da gibt es durchaus auch Ansätze, die meines Erachtens sehr häufig funktionieren, das heißt, Patienten brauchen adäquat Volumen. Man kann ein bisschen positive Inotropie mit dazugeben, eine Spur Dobutamin. Patienten müssen auch adäquat transfundiert werden. Damit schafft man es häufig, den Ventrikel dazu zu bringen, auszuwerfen. Abgesehen davon muss man auch so ein bisschen gucken, ob man nicht den ECMO-Support etwas reduzieren kann, sodass der Patient zwar noch genug Herzzeitvolumen kriegt, ohne hypoperfundiert zu sein, aber der Ventrikel nicht ganz so belastet ist, dadurch was gegen ihn bläst. Wenn das alles nicht klappt und wir wenden müssen, dann nehmen wir in der Regel in der Tat die Impeller als ECMELA-Konzept. Das heißt, ihr seid mehr defensiv. Also nicht. Wir sind ja zumindest nicht so offensiv wie andere. Was wir machen, wir sind pragmatisch. Wenn wir auf dem Tisch sehen, der Ventrikel ist groß, Power ECMO, kommt sofort eine Impeller rein, einfach weil es pragmatisch ist und weil wir Transportwege und so weiter. Aber so macht ihr es nicht, ja? So machen wir es in der Tat nicht. Nee, ich weiß, dass es viele so machen, und ich weiß auch, dass es echt übel ist, wenn man Dienst hat und zweimal hin und her fahren muss oder zweimal kommen muss. Aber wir sehen schon auch ordentlich Blutungen. Also wir versuchen das schon restriktiv zu entscheiden. Ich hatte gerade in meinem letzten Dienst einen Anfang 50-Jährigen, der an der VR ECMO wirklich jetzt überhaupt keinen Fluss hat und auch noch lang reanimiert wurde und jetzt ich habe aus der Reanimation raus die ECMO bekommen hat, dann habe ich sofort eine Impeller reingemacht. Aber ansonsten versuchen wir schon zuerst ein bisschen Flow zu generieren und zur Not legen wir halt nochmal auf. Ich muss aber zugeben, unsere Personaldecke ist wirklich anders als in anderen Häusern. Wir haben einfach immer viele Interventionalisten da vor Ort, über Tag zumindest. Nachts ist anders. Wie oft, vielleicht als letzte Frage zu dem Thema, stärkt ihr auf VAV um oder habt ihr, du hast gesagt, viel Volumen und so weiter? Das führt ja in der Regel in den meisten Fällen auch zum Lungenversagen. Ja. Macht ihr das häufig? Ich habe das Gefühl, wir machen es zunehmend häufiger, aber das ist auch möglicherweise, muss man es auch nicht und es ist gefühlte Wahrheit. Deshalb ganz interessant, wie ihr es macht. Florian, für die konservativen Nephrologen, was ist das? Also, dass man, was ja oft dadurch kommt, dass man Rückwärtsversagen hat, kriegt man ein schweres Lungenödem mit einem Lungenversagen letztlich. Und dann stellt man sich die Frage, ob man nicht auch noch einen Lungenersatz, also venöse ECMO, also dann venös, arterielle ECMO, vielleicht dann als Upgrade macht. Also ich würde sagen, es kommt vor, aber jetzt nicht regelhaft. Es ist ja vor allen Dingen das Problem, wenn das Herz dann auch besser anfängt zu pumpen wieder. Kommt vor, aber manchmal kriegt man es auch hin, indem man die VA-ECMO einfach so ein bisschen runterstellt. Aber also ich habe es gesehen, aber ich würde sagen, kein hoher Prozentsatz. Fällt mir jetzt schwer, es festzulegen. Aber bestimmt nicht, also auf jeden Fall unter 10%. Janine, das war total
Spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Generierung der Daten, dafür, dass ihr das macht. Wir sind begeistert, wünschen euch dreien ganz viel Spaß auf dem Kongress in Amsterdam, warten gespannt ab, was da aus Leipzig kommt in diesem Jahr und natürlich auch auf das, was in den nächsten Jahren in Leipzig kommen wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Sehr gerne. Vielen Dank euch. Ich habe mich sehr gefreut.